So, wir sind bei der Aufgabe 5. Stift schreibt noch nicht. A5. Und bei dieser Aufgabe geht es erstmal darum, dass wir zwei Vektoren gegeben haben. Die habe ich einmal so aufgeschrieben, wie sie in der Klausur gegeben sind. Und ich habe sie mal so aufgeschrieben, wie ich die gewöhnt bin. Und es geht darum, dass die einen Winkel von 60 Grad einschließen sollen. So, wir haben allgemein das Skalarprodukt. Das sagt aus, a mal b ist gerade gleich der Betrag von a mal den Betrag von b mal Cosinus Alpha. Das heißt, wir können sagen, der Cosinus des Winkels Alpha ist das Skalarprodukt a mal b dividiert durch a Betrag mal b Betrag. So, und das kann ich jetzt machen. Das ist also erstmal der Cosinus Alpha, sogar noch angegeben, Cosinus von 60 Grad, ist also 1/2. Und das ist gerade gleich das Skalarprodukt der Vektoren 0, 4 und minus 3 mal dem Skalarprodukt minus 2, 0, minus s. Der Mathematiker macht hier noch ein t dran. Und wir haben hier unten die Wurzel aus 0 Quadrat plus 4 Quadrat plus 3 Quadrat. Und hier die Wurzel aus 2 Quadrat sind 4 plus 0 Quadrat plus s Quadrat. So, das Skalarprodukt gebildet. Erster ist 0, nächster ist 0. Dann haben wir hier also 3s. Und das Ganze geteilt. Die Wurzel aus 25 gibt 5. Und hier haben wir die Wurzel aus 4 plus s Quadrat. Das Ganze wird jetzt raufmultipliziert. Dann kann ich sagen, die Wurzel aus 4 plus s Quadrat mal 5 ist gerade gleich 6 mal s. Das Ganze quadriert. 4 plus s Quadrat mal 25 ist gleich 36 s Quadrat. 100 ist gerade gleich s Quadrat mal 36 minus 25 sind 11s Quadrat und damit habe ich s ist gerade gleich 10 dividiert durch Wurzel 11. Das kann ich jetzt also ankreuzen. Das ist die Antwort, irgendeine war es, die Antwort C anscheinend. So, wenn ich soweit bin, kommt die nächste Frage. Das war die Antwort, die Frage 5.1. Ich sollte hier also das S so bestimmen, dass zwischen den beiden Vektoren ein 60-Grad-Winkel ist. Und wie gesagt, der Cosinus von 60 Grad ist 1/2, oben das Skalarprodukt gebildet, unten die beiden Beträge miteinander multipliziert, das Ganze raufgebracht, das Ganze quadriert, nach S aufgelöst und wieder die Wurzel gezogen, gibt dieses Ergebnis für S. So, jetzt sollen wir weiterhin ein orthogonales System bilden, also in 5.2. Für s gleich 0 sind die Vektoren a und b zueinander orthogonal, was wir daran sehen, dass das Skalarprodukt 0 ist. Bilden Sie unter Verwendung dieser beiden Vektoren ein orthonormiertes Basissystem PQ, kreuzen Sie die richtigen Antworten auf dem Lösungsblatt an. Hier müssen wir also sagen, dass der Vektor p ist gerade gleich a dividiert durch 5, weil der a-Betrag ist wie gesagt das, was hier steht, und das ist 5. Und der b-Betrag, wenn das s gleich 0 ist, ist einfach die 2. Deswegen ist der q gleich b durch 2 und a Fünftel und b Halbe sind also hier einfach anzukreuzen. Und das sind dann die Antworten. Ja, das ist die Antwort d, die ich hier ankreuze, und beim q b Halbe ist das die Antwort e. Ja, damit ist die Aufgabe A5 fertig. Übrigens, ganz interessant wäre noch, wenn ich ein orthonormales Basissystem in R3 suchen würde, dann könnte ich noch einen Vektor C angeben und dieser Vektor wäre also 0, 3 und 4. Wenn ich also zwei Komponenten vertausche und ein Vorzeichen ändere, bekomme ich einen Vektor, der senkrecht auf A ist. Und senkrecht auf dem Vektor b wäre er sowieso. Der Vektor b ist ja jetzt nur noch minus 2, 0, 0. Und dann könnte ich sagen, die Vektoren a, b und c würden eine orthonormierte Basis in R3 bilden.
Hier ist aber nur eine orthonormierte Basis in R2 gesucht und natürlich wieder durch 5 geteilt, durch 2 geteilt und durch 5 geteilt. Hier ist aber nur eine ebene Orthonormalbasis gesucht und die ist dann durch diese beiden Vektoren gewährleistet. Ja, damit ist die Aufgabe beendet und wir gucken uns das nächste an.